Ja, lasst euch nicht von dem Englisch abschrecken. Ich erzähle einfach das, was da auf Englisch steht, nochmal auf Deutsch. Das ist eh nicht so viel. Ich will einen sehr kurzen Vortrag darüber halten, warum die meisten Programmiersprachen doofe Schleifenkonstrukte haben. Und warum es zwei Programmiersprachen gibt, die besser sind. anders ausgedrückt, willkommen zur Elemas-Propaganda. Ja, was ist schlecht an dem, wie man es normalerweise macht? Wir sehen diesen wunderhübschen, sehr klassischen Schleifenheader dort. Man hat irgendwie eine Laufvariable i, die geht halt da irgendwie über dieses Foo-Dings rüber, sei das zum Beispiel ein C++-Vektor, berechnet irgendwas und tut das irgendwo hin. Das ist eine von diesen Schleifen, die man irgendwie dauernd hat. Also jedenfalls, ich habe die dauernd und wenn ich Code von anderen Leuten lese, steht da auch im Prinzip so etwas dauernd drin. Das steht ja meistens nicht Compute, sondern es sind irgendwie 5 Zeilen oder so, aber in der Komplexität der Schleife an sich geht das selten darüber hinaus. Was ist daran schlecht? Also erstens, da steht jede Menge mal i. Und i bedeutet eigentlich gar nichts, außer bitte ignoriere diese Variable, weil sie dich nicht interessieren braucht. Außerdem, konkret, es wird foo und .size mehrfach ausgewertet, aber natürlich gibt es dafür Lösungen. Die sind eigentlich dann auch viel hässlich. Und in diesem konkreten Fall ist das Result auch besser groß genug, weil sonst rumst es. Aber dennoch ist so etwas oder so etwas Ähnliches ziemlich häufig zu finden. Okay, aber man kann das besser machen natürlich, würde man sagen. Zum Beispiel so. Es gibt ja jetzt modernes C++, das kann das besser. Ist auch besser, ist auf jeden Fall schon mal kürzer. Zum Beispiel schützt es auch nicht mehr ab, wenn Result zu klein ist. Aber Auto sind eigentlich 4 Buchstaben, die völlig über sind, die zur Verständnis des hier gelösten Problems überhaupt nichts beitragen. F ist ähnlich wenig aussagekräftig, außer dass ich es jetzt mal F genannt habe, weil es halt keine Laufvariable ist, sondern irgendein Dings aus Foo. Und Pushback sagt uns eigentlich auch nichts, außer dass wir Result wohl einen Standard-C++-Vektor haben, anstatt irgendeine andere Datenstruktur, wobei uns das normalerweise an dieser Stelle überhaupt nicht interessieren zu haben bräuchte, behaupte ich mal. Nein, es gibt noch modernere C++. Man kann das auch so schreiben. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das hinbekommen habe, weil ich die Standardalgorithmen nicht im Kopf habe, aber im Prinzip kann man das auch tun. Das hat den Vorteil, dass man keine Form mehr braucht und dass man ein bisschen abstrakter darüber redet, wie man auf diese Sequenz zugreift und so. Aber trotzdem gibt es wieder Sachen, die doppelt sind, hier zum Beispiel Foo. Das kann man so ein bisschen verteidigen, weil das Interface, wie es da ist, etwas flexibler ist, falls man Subsequences braucht und nur die erste Hälfte des Containers transformieren möchte. Allerdings ist mir das selten untergekommen. Meistens transformieren die Leute alles von irgendwas und nicht bis zum 5. Element. Ja, natürlich gibt es Ausnahmefälle, aber selten. Ja, und Back-Inserter ist halt auch nicht so viel besser als Pushback irgendwie. Es ist länger. Ja, es ist länger. Ja, es gibt Programmiersprachen, die sind besser. Aber die sind weniger schlecht, würde ich behaupten. also zum Beispiel gibt es in Python List Comprehension. Man kann halt eckige Klammern machen, das heißt, hier baue mir ein Result-Array zusammen oder eine Result-Liste. Und man sagt halt, ja, berechne mir f für alle f in Foo. Das ist schon mal besser, aber erstens, es gibt wieder diese magische Variable f, deren semantische Aussage eigentlich völlig null ist, weil es ist halt so ein Dings und das braucht einen auch nicht zu interessieren. Und es funktioniert mit dieser Syntax jedenfalls nur für Arrays und Mengen. Also Mengen haben halt geschwärzte Klammern. Es gibt auch Dictionary Comprehension, die ist aber schon länger. Ich bin kein Python-Experte, also vielleicht geht es auch schöner. Ich glaube nicht, aber wenn jemand Python kann und weiß, wie es schöner geht, bitte jetzt schreien. Bei dem ersten, das könnte man kürzer schreiben mit map. Wenn man einfach dann foo.map und dann Python.map map, compute und foo. Ja. Aber okay. Ist das exakt das gleiche. Ja. Das Haskell-Beispiel gleich hat das mit map. Also das geht tatsächlich nicht besonders, also nicht schöner, aber die Trailer geht jetzt scheiße. Ja, ist es auch. Außerdem müssen wir eigentlich Ether-Items schreiben, dann ist es schneller, aber dafür ist es länger. Warum das so ist, es entzieht sich meiner Kenntnis. Gut. Anyway, hier sind sogar 2 Variablen, die doppelt sind. Und K und V steht, also es gibt in ganz vielen Tutorials so und so ähnlich. K und V ist halt Key und Value, aber der semantische Mehrwert davon ist auch endlich. Nicht zu sagen extrem klein. Okay, es gibt noch schönere Sprachen, wo ich sagen würde, ja, das ist irgendwie schon ganz in Ordnung. Haskell hat eine Funktion map, das ist im Prinzip genau das, was Python mit foo.map auch hat. Die ist, kann man, glaube ich, sogar überladen, wobei ich bin noch weniger Haskell-Experte als Python-Experte. Also es gibt jede Menge Map-Funktionen, halt für Listen, für Arrays und so weiter. Und ich glaube, man muss sich nicht darum kümmern, welche man benutzt, weil die Type-Inference halt das Richtige macht. Das heißt, man braucht, um die Aussage, benutze Compute über alle Elemente von foo zu schreiben, braucht man immerhin nur 3 Wörter.
Und es funktioniert für Arrays, für Mengen, für Dictionaries und im Prinzip auch für User-Defined Types. Das kann man allgemein machen. Für Funktionen, glaube ich, funktioniert das nicht, weil es da einen anderen Operator für gibt. Aber es gibt Programmiersprachen, die sind noch schöner, wie ich finde. Zum Beispiel APL, beziehungsweise eine etwas sinnvolle Variante, für die man nicht neue Tastaturen kaufen muss, J. Dort kann man die, wie ich finde, relativ grundsätzliche Operation benutze, Compute für Foo, also alle Elemente davon, also hinschreiben. J ist extrem Array-basiert, deshalb funktioniert das nur für Arrays, weil es gibt in J nicht besonders viel außer Arrays. Also es gibt konkret zwar irgendwie noch Funktionen, aber als irgendwie echte Datentypen gibt es Arrays und Boxes, was so eine Art Pointer sind. Also man kann, also Arrays sind immer rechteckig und mit Boxes kann man halt Arrays machen, die an einigen Zellen mehr Informationen enthalten als genau eine Zahl. In J kann man auch solche schönen Sachen schreiben hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und etwas, das man intuitiv nennen könnte, passiert, das wird sozusagen punktweise miteinander verknüpft. Man kann in J auch dieses hier machen. Der Slash ist in Wirklichkeit eine Higher-Order-Function, die die Plus-Funktion modifiziert, die daraufhin nicht mehr von Skalan auf Skalan arbeitet, sondern auf der einen Seite ein Array erwartet. Und durch ein bisschen J-Magic ergibt sich dann, dass man am Ende im Prinzip das Kreuzprodukt produziert mit den mit Add quasi für jede Möglichkeit. Da mag auch schon ein Nachteil von J deutlich werden. Man kombiniert in J ganz viele solche lustige Symbole. Und dann nennt man das ein Programm. Ich weiß nicht, ob ich mal gerade ein Beispiel spontan finde. Nicht wundern, dass ich so klein ist. Ich muss auch größer machen. Ich suche nur gerade etwas hässlich. Ja, ich glaube, es muss sich gar nicht größer ziehen, ne? Ja, okay. Rechte Maustaste gut. Ja, ja, ich weiß, es gibt irgendwie. Ja, danke. Ja, ich bin, ja. Danke. Bitte. Ich könnte auch den HDMI-Output noch auf einen Modus schalten. Aber es geht sowieso nur einfach um das visuelle Wahrnehmen dieser wunderhübschen Zeile. das ist Jay. Was ich gut, also ich weiß nicht, ob sie einfach epische Trolle sind oder ob wir es ernst meinen. Also Jay ist nicht im eigentlichen Sinne Open Source, sondern also das hier ist übrigens die offizielle Lösung von den Leuten, die Jay gebaut haben, die ist kürzer als meine, die ich da drüber irgendwann mal gefunden habe. Aber nicht verständlich, ne? Nein, ich verstehe meine auch nicht mehr, aber es liegt daran, dass Jay schon lange her ist, dass ich das hier irgendwie ernsthafter benutzt habe. Das Epische an dieser Sprache ist, die Leute, die das verkaufen, es gibt eine Firma, die hat das programmiert und die Implementierung ist im Prinzip frei, man kann sie frei benutzen, aber die bieten dann halt Consultancy an und so, wie man Jay benutzt, was verständlich ist. Aber das Argument, mit dem sie es verkaufen, ist total geil, und zwar sagen sie, naja, ein typischer Programmierer produziert n Zeilen Code pro Tag und von da aus argumentieren sie das Management hin weiter. Weil auf diese Weise kann man halt vergleichsweise komplexe Probleme in vergleichsweise wenig Zeilen Code lösen. Und ja, ich denke mir das nicht aus. Das steht auf deren Webseite. JSoft4.org. So, ein bisschen. Ja, genau. Ist unendlich viel produktiver. Ganz falsch ist das nicht, aber ganz richtig ist das auch nicht. Aber es gibt auch in ganz vielen Sprachen überhaupt gar kein Limit für eine Zeilenlänge. Die ganzen Code in eine Zeile. Ja. So. Newlines sind gut ist. Ja, und gut ist, genau. Dieses ist die eine Möglichkeit, das auf das Simpelste Mögliche auszudrücken. Also jedenfalls, wenn man Foo hat, und das ist irgendetwas, und man hat Compute, und das ist irgendwas anderes, dann muss man wohl beide Namen nennen, um diese Operation durchzuführen, behaupte ich. Das ist der äquivalente Elemas-Code. Man sieht, es ist nicht völlig identisch zu J, aber ähnlich. Das liegt daran, dass es stack-orientiert ist, deshalb sind die Operationen immer nach den Daten. Deshalb kommen zuerst die Daten auf Foo und dann kommt Compute. Das funktioniert für Arrays, für Dictionaries, für Defined Types und das funktioniert auch für Funktionen. Also für Funktionen Foo. Dieses Beispiel mag minimal lesbarer sein als das J-Kram. Was das hier tut, glaube ich, also wie das hier zu seinem Ergebnis kommt, glaube ich, verständlich.
wie diese beiden Dinge zusammenhängen. Man kann das noch ein bisschen allgemeiner machen. Hier ist zum Beispiel dieses Beispiel, wenn man zwei Arrays hat und die haben nicht die gleiche Länge, dann zählt quasi das am rechten stehende immer für die Frage, welche Indizes werden eigentlich betrachtet. Und das linke wird im Zweifelsfall so oft wiederholt, dass es passt. Also im Prinzip ist das hier das gleiche wie 0,1, 0,1, 1, 2, 3, 4, gut. Das ist konsistent damit, dass man Arrays einfach mit beliebigen Indizes benutzen kann, die immer haben als Wraparound in beide Richtungen. Ja, und weil es so schön ist, nochmal mit Funktionen. Dieses hier ist momentan hässlich, aber vielleicht bleibt das auch, bis ich irgendwann mal Type Inference baue. Das sagt einfach nur, diese Kram, der hier links steht, der nimmt einen Skala und produziert einen Skala und macht nicht irgendwie fancy Stuff. Ja, ich habe eine Funktion f, die addiert 1, ich habe eine Funktion g, die subtrahiert 1. Das sind einfach Funktionen von ins nach ins. Und ich kann diese beiden Funktionen nehmen und multiplizieren. Und dann habe ich halt eine neue Funktion, logischerweise, weil was soll es sonst sein aus seinen Funktionen, weil da fehlen ja sozusagen noch Daten. Diese beiden Funktionen nehmen jeweils ein Argument, wie es hier auch deklariert ist, was auch Sinn macht, weil wenn ich irgendwas auf dem Stack habe und dann mache ich noch eins auf dem Stack, dann habe ich add, dann kann ich add benutzen. Sprich, ich kann diese beiden einargumentigen Funktionen mit Mull, das nimmt zwei Dinge, es sind auch zwei Funktionen, bekomme ich etwas raus und dieses Ding nimmt wieder ein Argument, nämlich das jetzt gemeinsame Argument von f und g. Zum Beispiel, das ist natürlich eigentlich eine Skala, aber ich kann das wiederum auch auf Arrays anwenden und dann mache ich halt einmal h von 1, einmal h von 2 und einmal h von 3. Aber wie berechnet sich das jetzt in diesem Fall? Diese 1 zum Beispiel, die geht einmal hier in das add rein, daraus wird 2 und einmal in das sub rein, daraus wird 0. 1 mal 0 ist 0. 2 und 1 sind halt 3, ne? 2 minus 1 sind 1 und 3 mal 1 sind 3. Und die für die 8. Das meine ich mit, es funktioniert auch für Funktionen. Ende des Talks, weil es nur ein Lightning-Teil sein soll. Wer später noch mehr Knoten seinem Gehirn braucht, gerne aufnehmen.